Borussia Dortmund bekommt in der neuen Saison einen neuen Trainer, und zwar Marco Rose von Borussia Mönchengladbach. Ja, das, was sich ja so in den letzten Wochen so mehr oder weniger angedeutet hat, beziehungsweise was ja schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, ist nun offiziell. Marco Rose kommt zur neuen Saison von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Und wird damit der teuerste Bundesliga-Trainer der Geschichte. Und zwar wird, wie gesagt, nach Saisonablauf wird er Gladbach verlassen, um zu Dortmund zu gehen. Und ja, das ist eigentlich so diese Kernnachricht. Und jetzt mal meine Meinung dazu. Weil jetzt schon viele geschrieben haben, ich habe schon diese Kommentare gelesen, dass Marco Rose jetzt einen Rückschritt macht, dies, das, weil Gladbach aktuell viel besser dasteht als Dortmund. Ja, das sehe ich aber nicht so. Auch wie gesagt, ich bin zwar Dortmund-Fan, aber lass die Fanbrille jetzt mal ab. Auch aus sportlicher Sicht macht Marco Rose da jetzt einen Fortschritt und keinen Rückschritt. Vielleicht macht er nächste Saison einmal einen Rückschritt, weil vielleicht ist es nächste Saison wirklich der Fall so, dass Gladbach in der Champions League spielt und Dortmund nur in der Euroleague als Beispiel. Das kann nächste Saison wirklich passieren. Das ist aktuell ein realistisches Szenario. Das ist so. Und da wird natürlich bei Dortmund ein Umbruch stattfinden, wo man gespannt sein kann zu sehen, wie Marco Rose damit zurechtkommen werden wird, wenn wirklich bei Dortmund Umbruchstimmung ist. Weil wenn Dortmund in die Euroleague kommen wird, dann sind Sancho und Haaland nicht mehr zu halten. Als Beispiel jetzt. Dann sind nur noch ganz, dann wird bei Dortmund werden einige Leistungsträger gehen. Es ist aber so, wenn er bei Gladbach geblieben wäre, würden auch bei Gladbach in der Saison einige Leistungsträger gehen, weil die höhere Angebote haben. Es ist so ein Teufelskreis, so aus zwei Sichtweisen. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist für Marco Rose deutlich besser, jetzt den Weg von Gladbach nach Dortmund zu gehen, weil er bei Dortmund definitiv, und da lege ich mich fest, Marco Rose hat bei Dortmund auf lange Sicht gesehen die besseren Chancen, Erfolge zu feiern. Weil Gladbach, sind wir mal ehrlich, die kommen vielleicht hin und wieder mal in die Champions League, wenn sie Glück haben. Und wenn sie eine gute Saison haben und wenn sie vielleicht ein, zwei kluge Transfers getätigt haben und das gut harmoniert und funktioniert, dann ist Gladbach wirklich ein Champions League-Kandidat, klar. Aber Dortmund, wenn es bei denen richtig gut funktioniert, Dortmund hat deutlich mehr finanzielle Mittel, deutlich mehr finanzielle Mittel. Marco Rose hat dort mehr zur Verfügung quasi. Dortmund ist eigentlich. Doch jedes Jahr, wenn wir ganz ehrlich sind, Dortmund ist eigentlich jedes Jahr in der Champions League. Und ich glaube auch noch fest dran, dass Dortmund diese Saison noch in die Champions League es schafft. Ich glaube, Dortmund, die werden ein paar Spieltage, wenn sie so wieder drei, vier am Stück gewinnen, und dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Und ich glaube, auf lange Sicht gesehen, wird Dortmund, auch wenn es vielleicht mal diese Saison aus irgendwelchen Gründen mal die Champions League vergeigen, wird Dortmund wieder Stammgast in der Champions League sein und jedes Mal in die Champions League kommen und auch immer, je nach Gruppenzusammenstellung, immer sehr, sehr gute Chancen haben, weiterzukommen. Und ich glaube, dass mit Gladbach, Gladbach kann mal hier und da mal in die Champions League kommen, aber ich glaube nicht, dass Gladbach jetzt ein neuer, konstanter Champions League-Teilnehmer wird. Dafür ist die Konkurrenz zu groß, was man aber bei Dortmund anders sehen muss, weil ich glaube, Dortmund wird über kurz oder lang, beziehungsweise Dortmund wird, ich denke mal, wenn sie vielleicht diese Saison nicht schaffen, der spielt das nächste Saison und dann werden sie immer eigentlich Champions League spielen. Dortmund wird Champions League Saison um Champions League Saison um Champions League Saison spielen. Dortmund hat auch reelle Chancen, mal um die Meisterschaft mitzuspielen. Wenn Bayern beispielsweise mal ein bisschen einen Hänger hat, eine Krise hat, hat Dortmund, auch wenn es wie so eine alte Leier klingt, hat Dortmund natürlich die Chance, wenn sie es mal gut machen, an Bayern ranzukommen, um den Meisterschaftstitel mitzukämpfen. Was ich persönlich bei Gladbach nicht sehe. Ich sehe Gladbach nicht in den nächsten Jahren als Meisterschaftskandidat. So ehrlich muss man an dieser Stelle mal sein. Und er hat einfach sportlich gesehen, vielleicht in dem Moment ist es vielleicht der Wechsel zu Dortmund, wenn man auf die Bundesliga-Tabelle guckt, vielleicht wirkt wie ein kleiner Rückschritt, aber auf die lange Sicht gesehen macht Marco Rose natürlich mit dem Wechsel alles richtig, weil sportlich gesehen natürlich für ihn ein Fortschritt ist auf die längere Zeit, weil er wird ja einen langfristigen Vertrag in Dortmund kriegen. Und ich denke mal, Marco Rose hat Dortmund auch einen guten Trainer und der wird da auch ein paar Jahre bleiben, wenn jetzt nicht, dass sich als totales Missverständnis entpuppt, vom Wohl, was ich nicht ausgehe. Ja, das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema Marco Rose und Dortmund. Wir sagen bis zum neuen Video und tschüss.